Eine neue Release-Woche steht an, ihr schaut wieder We Are Gaming World, mein Name ist Henry und in diesem Video werfen wir wie immer einen Blick auf die Neuerscheinungen der PlayStation VR 2 in der kommenden Woche, die vom 6.11.2023 bis zum 12.11.2023 geht. Der erste Titel, der in der kommenden Woche erscheint, ist Kill It With Fire. In diesem Titel geht ihr auf Spinnenjagd mit allerlei Waffen und Ausrüstung. Es gibt 8 verschiedene Spinnenarten im Spiel und das Ganze erlebt ihr natürlich in VR. Mit dabei ein realistisches Brandsystem, jede Menge versteckte Upgrades und spezielle Arachno-Herausforderungskämpfe. Wer also auf Spinnenjagd gehen möchte, kann dies ab dem 7.11.2023 tun, denn da erscheint Kill It With Fire für die PlayStation VR 2. Weiter geht's dann mit Barbaria, ein Titel, der für viele sicherlich unter dem Radar fliegen könnte. Werdet zum mächtigsten Barbar, baut euer Reich auf und richtet eure Verteidigung strategisch ein. Ihr könnt nämlich von anderen Spielern angegriffen werden. Ihr könnt euch sogar die Wiederholung des Angriffs anderer Spieler in einer Tabletop-Variante anschauen. Der Mehrspieler-Modus ist dabei asynchron. Ihr kämpft natürlich auch selber mit einer Vielzahl von Waffen. Ein Titel mit einem interessanten Konzept und den Trailer dazu seht ihr wie gewohnt im Hintergrund. Barbaria erscheint am 9.11.2023 für die PlayStation VR 2. Und wir bleiben dann auch bei dem 9.11.2023, denn da kommt auch eine Demo zu Tin Hearts. Hier versucht ihr eine Zinnsoldatentruppe in Sicherheit zu bringen im Lemming-Stil. Ihr könnt dabei mit der Welt interagieren, zum Beispiel Bausteine aufnehmen und mit ihnen jonglieren, oder ihr verändert die Richtung der Trampolintrommeln, damit eure Zinnsoldaten das Ziel erreichen. Mehr als 50 Level sollen verfügbar sein, die natürlich immer komplexer werden. Davon sind 6 der 50 Level in der Demo verfügbar. Ihr könnt aber nicht nur mit der Welt interagieren, sondern auch die Zeit manipulieren, um eure Handlungen zu beobachten und gegebenenfalls zu ändern. Das klingt alles sehr interessant und ich denke, ihr solltet euch die Demo auf jeden Fall mal anschauen. Kommt wie gesagt am 9.11.2023. Kommen wir von den festen Neuerscheinungen kurz nochmal auf Breachers zu sprechen. Auch dieser Titel ist nach wie vor für den November angekündigt, allerdings ohne genaues Release-Datum. Somit könnte hier auch schnell mal ein überraschender Release erfolgen. Breachers ist ja ein Taktik-Shooter, der schon richtig gute Kritiken bekommen hat auf den Plattformen, wo er schon erschienen ist. Somit ist dies auch ein Titel, den man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte. Und zum Schluss nochmal eine Info zu Madison VR, ein Titel, der schon einige Male aufgeschoben wurde und eigentlich im November kommen sollte. Dieser wurde nun ins Jahr 2024 verschoben für alle Interessierten rund um diesen Titel. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat diese Zusammenfassung wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst gern einen Daumen nach oben da dafür, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Und ich sage jetzt wie immer, danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.